Hallo und herzlich willkommen zurück zu Omenzeit. Letztes Mal ja dramatische Erkenntnisse getroffen, beziehungsweise gewonnen, über den Tod von Vera, der Rolle Indrix und Rettigers dabei. Und wir werden in dieser Folge dem Ganzen hinterhergehen. Und zwar werden wir uns zunächst mal, im Gegensatz zu dem, was ich letzte Folge gesagt habe, keinen Überblick über Rettigers verschaffen, sondern wir werden eine Figur wählen, die bis jetzt völlig untergegangen ist. Und zwar werden wir Ludomir nochmal wählen. Weil, als wir das erste Mal gewählt haben, haben wir ja diese Kammer entdeckt und das erste Omenzeit entdeckt. Und seitdem ist der Typ völlig im Hintergrund gehalten. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was passiert, wenn wir uns den Quest quasi mal richtig angucken. So, das Ember-Geschenk. Jetzt können wir uns hier ein bisschen was zurechtkommen. Jetzt haben wir ja ein bisschen gesammelt. So, genau, die Klinge wollte ich aufwerfen. Die Verzögerung des Schicksals, genau. Die nehmen wir mit. Das ist das Zeitverlangsamen. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, das mitzunehmen. Und wir werfen nochmal einen Blick in die Ermittlungskugel, um uns auf den neuesten Stand zu bringen, was die Hinweise angeht. Weil, wie wir hier sehen, wir wissen über Ludomir echt noch nichts. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Also, was wissen wir jetzt? Indrik hat Vera nicht getötet. Das war nämlich Rattica. Und sonst mit dem gerade nichts, ne? Was ist das hier unten? Das waren die Omen-Zahlen. Gut, also dann gucken wir uns jetzt Ludomir mal an. I can sense it. The tree is dying. Hurry, Harbinger. Ludomir, listen to me. They will cut you down before you reach the gates. And what do you suggest? Wait for it to be over? Yeah, everything will be tickety-boo. At least bring a squad along. It's going on your tablet, Amir. Damn it, Rattica! I'll rip your skinny throat out, even if it means going back to that place. Whoa, wait, Ludomir, never mind the counter. What about Indrik? And you? What did you do to him, huh? Damn, this isn't good. Better inform the others. Keine Ahnung, was gerade losgeht. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Also wir konnten leider nicht mehr wirklich direkt mit Fjor, mit Ludomir einfach nur in den Tat gehen. Story, The Path of Destiny hieß das Vorgängerspiel. Ich hatte über Book of Destiny gesagt, glaube ich, am Anfang, ne? Ja, close enough. Das heißt, wir mussten jetzt das Omenzeit zeigen. Führt doch keinen Weg dran vorbei. Mal gucken, was sich daraus jetzt entspinnt. Ich bin gespannt. What fool uses his own secret escape route to return to prison? But Rattica is there, and I know her friends will try to free her soon. They better not get in my way. Ich glaube, da ist einer sauer geworden jetzt. Gibt's hier irgendwo was? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? We need to go up there. Ja, dann schmeiß mich mal hoch, Kleiner. Ludomir? What you doing here? Ah, came back to grab my coat. Snowy outside. Your boss still around? Yeah, up in the tower. Guards are putting up a nasty fight. Hm.
Was ist das? Ich habe das Gefühl, ja, das war's. You in it for vengeance too? Did she send you? I know she did. Her spirit is with me. Oh, selbst das Tipp, ja. Just like that, eh? Ziemlich. Die muss runterfallen, glaube ich. Ne? Kann ich die hier schieben direkt? Ne, das heißt, ich habe nur eine Möglichkeit, hier was zu schieben. Das ist natürlich. Verstehe ich nicht. Will ich mich jetzt aber nicht großartig mit aufhalten. Kicking it. It feels good, eh? Das den Siegel haben wir nur mit. Did Vera teach you that? Also, warum denn? Let's go bash some real skulls. Wunderbar. Eine neue Erinnerung. Die ist neu, ne? Okay, die ist nicht übersetzt. Kann ich auch nichts. Okay, also die Erinnerungen rund um Draga sind jetzt zusammen. Aber da sind noch zwei Posten offen. Einer davon wird Ludomir sein, denke ich. Dann haben wir Vera wahrscheinlich noch dabei. Aber wer bleibt dann noch über? Voden? Ja. Echt mehr Fragen als Antworten im Moment hier im Spiel. Das ist... Gehen wir mal den mit. Stupid door. Ich
Ich meine, wenn man das Siegel schon mal öffnen kann, warum sollte man es dann nicht nutzen? Ach. Du sollst natürlich interagieren, nicht ausweichen. Ich denke mal, das ändert hier jetzt nur ein bisschen die Sichtweise drauf. Aus welchem Winkel wir jetzt hier die Tür betreten haben. Das könnte wehtun. Ab. We need reinforcements. Und so weit. What? Focus on the blue one. Absolut. Aber hey, diesmal wenigstens nicht gestorben. Was gibt's denn hier oben Schönes? Schauen wir nur die Truhe. Kann ich mit arbeiten. Ja, auch nichts. Na gut. Kann ich dem wohl so, ne? So, jetzt hier. Zwei Äpfelchen. Kommen gut. Wir sind's nicht die letzten. Bad target. Imperials? Good target. Well, straighten my whiskers. Wasn't expecting the mighty Ludomir in the rescue team. We'll have the upper hand now for sure. Psst, play along, mate. We're only after Ratika. You all hold position. The two of us will, rescue the boss. That was not the plan. It's the plan now. Out of my way. Oh. Sicherungsauftreten. Wait for me. War völlige Ahnungslosigkeit. Achso, ja, ja, komm hier. Hallo. Gucken. Ach, die Äpfelchen. Auch mehr Gesundheit übrigens mal, by the way. Das ist so das nächste Power-Up, was dringend nötig ist. Ah, schön. Jump Run-Einlage. Na ja, gut, die ging jetzt. Hui. Ach, du bröckelst mir da weg wahrscheinlich. So, Feuer geht's. Look at that barricade. Rodentian Engineering. Should we help? Ja, wir helfen. Aber in der strategischen Reihenfolge. Hey, that's my job. So. Watch out there, above us! Nummer 1. To arms! Someone free the prisoners! Bisschen zusätzliche Hilfe. Und dann ab dafür. Don't let her breathe! Alert! Sortie! Oh, Rodentia! I will crush you! Wait! I get it! Thanks, Ludomir. And... where are you? More may be coming. Stay alert. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, dass dieses Fallgatter unbedingt ein Secret ist. Könnte auch einfach immer nur heißen,
Ja, hier könnte mit einem anderen Charakter was passieren. Ja, guck, und jetzt ist nämlich das offen, was man vorher nicht offen gekriegt hat. Das ergibt alles erstaunlich viel Sinn. Finde ich gut. So, dann machen wir mal auf hier. Stupid door! Ah, hier sind wir. Auch hier nehmen wir natürlich das Ember wieder mit. Und auch das Redentious Siegel da unten. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Schup! Die Wob. Ah, komm mal runter. Hui! Ja, das ist dann nämlich der eine fehlende Apfel bei. Ja, der hat so Full Life fehlt. Scheinbar nicht, aber vielleicht nicht. Ja, ruhig bleiben. Man muss doch auch mal in guter Art und Weise hier was kaputt machen. Pragmatisch denken. Zack. Ratika. She fooled me into believing she was a good person. Oh, I still remember the day she showed up with Vera. Ratika had the notion that orphan owls should live with bears. I can't afford to doubt. Ratika must die. Das Gefühl, das läuft hier auf meinen Lieblingskampf raus. Still a mess. Save your wits for someone who cares. So, you're not here to rescue me? Enough! You know exactly why I'm here. Hold on. It's complicated, all right? Just give me a moment. I can explain everything. What I don't understand is why you would want to kill Vera. I thought you were friends. She was even helping Rodentia, helping you. Listen to me. I can explain. An der Erklärung wäre ich interessiert. Oh, let me guess. For your cause, for the greater good, for Rodentia. Save your explanation. I'll let you tell it to Vera herself. But I had to do it, and it was for. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist in diesem Moment. What's the point, mate? She already knows that we know. Ludimir, get the wax out of your ears and listen for once. Don't you see? Your friend there could have killed me. Instead, she showed me this. Do you get it? Get what? You came here for revenge. I get it. I understand revenge. All kinds. From hot to cold, noble to ugly. But your friend came here to understand. Ludimir, think about it. Would I kill a friend, or anyone for that matter, on a whim? Come on, Ludimir, you know me better than that. No, I don't. I don't think I've ever known you. And now I don't care. No, no, no. I have to show you something. Proof. Ah, of course. No, you don't. Murderer, come back here. Ich bin ja fürs Verstehen. Hat sich bis jetzt noch immer als gut erwiesen. Taverne. Zahlt jetzt den Thesen. City smells all thick, but I can still pick out Ratika's scent. She came this way.
Zack. Ignorieren wir das. Aber ich nehme das einmal wieder gerne mit. Just like that, eh? Upsi. Ich bin mal gespannt, wie Lüge mir auf dem Feuervogel. Getting close. Picking up more sense ahead. I know some of them. No. No, impossible! Also impossible wahrscheinlich gar nicht, Mama. You've always been my best client, Ludomir. Always punctual for a pint. Always predictable. Then, the Harbinger had to show up. Why didn't you go kill Endrick like you were supposed to? Well, I guess I let you down, Fjordball. It wasn't like I was tracking down my sister's murderer, Vero's family. I'm looking for her killer. You know, the little mouse with the big mouth. Oh, Ludomir, you shouldn't have come. I tried to keep you from this. You are... Well, you're the closest thing I have to a friend. But friends aren't exactly a thing I can keep anymore. Come on. Don't do this. It doesn't have to be this way. Are you protecting Ratika or something? Protecting? Oh, no, 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 no. Wait. Why are there Imperials with you? Some stakes transcend nations. Now. Shall we get to it? Or do you need to drink yourself stupid for this fight too? If this was a real fight, I would. But not the watered-down piss you call ale. I will crush you! We need a tactical retreat! Synchronize your attack!
it. Not worth the effort. So let's just call it quits, yeah? Now get out of my sight. Ratika's inside. I don't like the smell in the air. Be on your guard. Also, den hätte ich jetzt da oben nicht erwartet, ne? Das ist irgendwie schon. Also diese Siegel, die scheinen auch irgendwie alle nicht ausholen. Das ist aber nicht Ratika. No. Look at these wounds. Our friends outside must have done this. But what would be the pleasure or the gain from killing them? What's going on here? Come on, dumb bear, think! This place, it was in the vision. This is where Vera was killed. So what? What did Ratika do after that? Let's say she came back to find proof. Proof. Ratika mentioned a sword. The same sword she killed Vera with? And why is Indrik here? This is an Imperial vault. So, then, maybe it belongs to Indrik? Wait, in the sewers? Believe this? In the sewers, when I discovered... Ungünstiger Zeitpunkt. Komm, ganz ehrlich, der hätte uns mal ausreden können. Alter, hier... Das bringt überhaupt nicht weiter. Also, außer dass ich jetzt weiß, dass Fjoba nicht nur ein Nebencharakter ist. Entdeckt etwas Wichtiges in der Kanalisation, aber was? Das löst sich immer noch nicht auf, das wird immer verworrener. Theobor follows some dark agenda and murders both Ratika and the Emperor. And Ludomir knows something about the sword Cladin. All this may prove useful at some point. But Ratika, her reaction was odd. Perhaps you should meet her again, alone this time. Ja, das wäre nämlich auch mein Gedanke gewesen, um sie nochmal alleine mit dem Ganzen zu konfrontieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Diesmal dann wirklich. Und bis dahin. If you are unsure of what to do next, review the clues you have gathered. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.